Hallo, ich nehme die Challenge an. Ich bin schon auf dem Weg zur Sehenswürdigkeit. Dort hinten ist mein kleines Kacknest. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Dort wohne ich. Und ich befinde mich schon auf der Sehenswürdigkeit, die wir hier bei uns haben. Ihr seht schon, diese Straße ist ziemlich kaputt. Also hier solche Sachen. Wartet. Das ist dann so die Reparatur und richtig, richtig zerfickt ist das Ganze hier. Also wenn man, ich versuche so zu filmen, dass man sieht, mein Handy, ich verliere. Ihr kommt gleich zu meinem Lieblingsschlagloch. Ich will nur zeigen, wie ihr dorthin kommt. Jetzt muss ich aufpassen. Also ich fahre mit dem Fahrrad. Das ist total. Alles kaputt. So, noch mal kurz schneller fahren. Aber halt schöne Landschaft. Dort gerade geht die Sonne langsam drüber. Hier haben wir noch mal einen leicht zerfahrenen Rand zu unserer. Ja, hier. Sehr schön. Also, es ist wunderschön hier. Dort hinten ist auch irgendwo meine Schule, wo ich hingehe. Man, das sieht, wenn ich so aim. Ich aufpassen. Mit Straße. Hallo, das ist meine neue Vlogpose. Ich hoffe, sie haben es nicht zugemacht. Weil manchmal sind sie tatsächlich da gut dran, etwas zuzumachen. Sieht nämlich hier tatsächlich frisch geteert aus. Ich werde verrückt. Schaut euch das an. Frischer Teer. Hier war ich die Schönheit. Selber drin ertrinken können. So tief war das. Vielleicht kommt euch sogar die Strecke hier bekannt vor, die wir gerade machen. Die waren der 2-Kilometer-Turm zu sehen. Frischer Teer. Sie haben eine Straße ein bisschen gemacht. Halt immer so kleckerweise und dadurch entstehen dann diese Farben. Warte, ich zeig dir nochmal. Diese ganzen verschiedenen Farben. Also es ist immer neu Teer, anstatt die Straße neu zu machen. Und das ist richtig grausam. Jetzt will ich mal gucken, vielleicht kommt die Schmerzensstelle. Also die ist wirklich nicht schön. Da gucke ich auch mal. Oh, richtig viel neuer Teer. Das ist mir nicht aufgefallen. Ist. Hier, da sieht man mal so ein bisschen, was da eigentlich geteert werden musste. Warte nochmal hier so. Die ganzen dunklen Flecken sind alle frisch geteert. Also, zur Geschichte. Die Straße ist schon bestimmt aus DDR-Zeiten gebaut. Repariert seitdem. Jetzt kommt ein Auto. Ich versuche das hier ein bisschen normal zu haben. Zusätzlich würde ich mir ein Handy spielen. Aber hier die Sehenswürdigkeit. Seht's nochmal. Tschüss.